Bitcoin, E-Identität, selbstfahrende Busse in der Schweizer Steueroase Zug hat die Zukunft schon begonnen. Es geht nicht um Bitcoin, sondern um Dynamik, sagt Stadtpräsident Dolphy Müller n-tv.de. Zug war vor einem Jahr der erste Ort, der die Kryptierung Bitcoin in der öffentlichen Verwaltung eingeführt hat. Doch den Schweizern geht es um mehr. Zug ist zum Startup-Mekka der Kryptoszene geworden. Wer mit der Technologie Blockchain, die hinter dem Bitcoin steht, experimentiert, ist willkommen. Was das Internet für die Information sei, sei die Blockkette für die Transaktion, erklärt Müller. Kryptierungen, Fintech, Insurance-Tech, spannende Anwendungen gebe es tausende. Auch die neue E-Identität, mit der die Stadt seit kurzem wirbt, ist in diesem dezentralen digitalen Register abgespeichert. Betrüger in der Kryptoszene fürchtet Müller nicht. n-tv.de, der Kanton Zug ist reich. Es gibt jede Menge richtiges Geld. Warum hat die Stadtverwaltung vergangenes Jahr entschieden, die Kryptierung Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren und damit aus dem 30.000-Seelenort Zug ein Kryptomekka zu machen? Dolphy Müller: Es war so, als ob 2014 in Zug ein UFO mit der Blockchain an Bord gelandet wäre. Damals kamen die ersten blockchain-orientierten Startup-Firmen zu uns und gründeten das Crypto Valley. Das Interesse an Big Data und Robotik wuchs. Meine vier Kollegen im Stadtrat und ich wollten wissen, wie diese Währung Bitcoin und die Blockchain-Technologie dahinter funktionieren. Ein Student hat es uns erklärt. Beim anschließenden Mittagessen kam uns dann die Idee, Bezahlung in Bitcoin zu akzeptieren. Das Einwohnermeldeamt hat niedrige Tarife, deshalb ist es gut geeignet. Das Echo war überraschend groß. Die halbe Welt kam nach Zug. Wir waren die Ersten, die dieses Experiment gewagt haben. Das hört sich nach einem Alleingang des Stadtrats an. Hat niemand protestiert? Manche Bürger von Zug haben schon ein bisschen das Gefühl, dass ihre Stadtväter und Mütter spinnen. Aber es ist wichtig, dass wir ein neues Denken nach Zug gebracht haben. Wir tun's einfach, haben wir uns gesagt. Wenn das UFO schon bei uns gelandet ist, fackeln wir nicht lange und nutzen die Chance. Vielleicht ist der sympathische ET im Raumschiff drin, vielleicht aber auch was Schlimmes. Trotzdem, wir wollen wissen, was da läuft.